Ich liege am Boden und habe noch nicht einmal Lust, mich ein Zentimeter zu bewegen. Ich habe den ganzen Tag diese dummen Logan Paul Videos geschaut. Du weißt schon welche, diese Tinder Dating Videos, und es hat mich so verdammt geil gemacht. Und ich habe mir einen runtergeholt und habe rumgespritzt und nochmal und nochmal. Und dann verwundete es dich wahrscheinlich nicht, dass ich jetzt überhaupt keine Energie mehr habe. Und du fragst dich jetzt vielleicht, wie bin ich denn da vom Boden wieder weggekommen, weil ich hätte mich am liebsten umgebracht, aber nicht mal das habe ich mehr geschafft. Und jetzt stehe ich ja hier und nehme dieses Video auf. Naja, wenn man am absoluten Tief ist, dann macht man halt etwas, auf das man keine Lust hat, etwas Kleines, auch wenn der Kopf sagt, nein, oh nein, ich will das nicht machen. Und dann merkt man, oh okay, ist ja gar nicht so schlimm. Und dann macht man das nochmal, etwas Kleines, obwohl man keine Lust hat. Und nochmal etwas Kleines, obwohl man keine Lust hat. Und irgendwann geht's dann wieder. Und so ist es oft im Leben. Ich habe diese riesigen Ziele, zum Beispiel, ich will jeden Tag 3 Stunden trainieren. Aber Bro, ich bin doch kein Kobe Bryant. Also muss ich mir eingestehen, dass ich klein anfangen muss. Erstmal 1 Minute trainieren, dann 2, dann 3 und langsam, langsam steigern. Und dann dauert das vielleicht 2, 3, 4 Jahre, bis ich mal auf Kobe Niveau bin. Und es ist zwar gut, wenn du große Ziele hast, aber wie du siehst, es kann dich auch verdammt kaputt machen. Und das habe ich gemerkt, als ich an diesem Abend auf dem Boden gelegen habe und noch nicht einmal mehr Lust hatte, mich 1 Zentimeter zu bewegen.